Moin, moin, meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zurück zum Solus Project. Ich habe mich jetzt gerade erschreckt, weil es gerade spontan ein bisschen lauter geworden ist. Ja, wir sind in der letzten Folge ja hier gelandet und so weiter und so fort, haben uns ein bisschen was Ressourcen zusammengesammelt und jetzt sollen wir hier irgendwie in die Höhle rein und ich habe gerade gar keinen Bock dazu. Ich kacke mich in die Hose. Nein, natürlich nicht. Denn das habe ich schon längst erledigt. Das ist schon passiert. Deswegen riecht es jetzt ja auch ein bisschen schräg, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. So, wie sollen wir denn jetzt in die Höhle reinkommen eigentlich? Warte mal, hier liegt eine Notiz. Haha, warte mal, erstmal lesen. If you have crashed, gather as many useful items as you can from the debris before moving out to safer grounds. The simplest items can be life-saving equipment when used correctly. Ich finde diese Geräusche jetzt gerade wirklich mehr als verstörend. Genauso verstörend finde ich übrigens diese Geräusche, die es hier ständig hat. Na komm, hopp drauf jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was wir machen. Das war jetzt nicht so pfiffig, dass wir hier runtergeschmiert sind. Naja, es kann ja nicht immer alles gut laufen. Schon wieder minus HP. Okay, also Stürze finden wir nicht geil. Das wird schon wieder dunkel. Was steht da? Release Top Ledge. Ich bin jetzt echt total ratlos. Hast du eine Idee? Nee, ne? Oh. Da lag hier noch ein Artefakt rum. Wrath of Utuku. 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 Utuku, Utuku. Artifacts and special equipment from your ship improve your attributes. Explore the world to find these and upgrade your abilities. In the stats menu you can view your current upgrades. Okay. Zum Glück ist das erst das vierte Upgrade, was wir haben. B war schlafen, wollen wir nicht. O wollen wir auch nicht und das andere war P. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir hier reinkommen sollen in diese blöde Höhle.
Wir haben noch ein bisschen was zu knabbern. Teamspeak Linus ist ein Krampf. Ach, der Mike ist da. Ja, dann muss ich doch gleich mal begrüßen gehen. Am besten nach der Folge, weil ansonsten stört's ein bisschen. Mike, du hältst ja so lange aus. Ist ja kein Problem. Du kannst ja auch ruhig schon mal zu Ela in Channel gehen. Das war ja schon. Achso. Okay, 23,4 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit. Das ist nicht so geil. Ich glaube, wir rennen mal schnell nach Hause. Weil... ich weiß nicht, ich fühle mich gerade irgendwie ungut. Wir wissen halt immer noch nicht, wie wir in diese Höhle reinkommen sollen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Cool, hier sind noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Hauptsächlich Essen ist natürlich super. Und Piepe. Piepe ist auch toll. Okay. Okay, hier ist auch der witzige... Bug möchte ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Ah, guck mal, schau. Ha, empty bottle, wir können Öl mitnehmen. Ja, das macht vielleicht auch Sinn. Vielleicht sollten wir es jetzt nicht unbedingt trinken. Wobei, vielleicht klappt das dann mit der Verdauung auch besser. Das flutscht dann richtig. Na ja, gut. Wir gehen erstmal hier wieder in unsere kleine Höhle rein, wo es direkt wieder arschkalt wird. Aber hier haben wir wenigstens schon mal unsere kleinen Vorräte. Ist das hier wieder so ein brennbares Ding? Nee, ne? Aber wir können ja nicht die ganzen Lebensmittel eigentlich hier verbrennen. Das ist ja... was macht man ja auch nicht. Wobei, andersrum... wenn es warm macht, bevor wir uns hier einen abfrieren... kann ich den jetzt mit leeren Dosen machen? Ist einfach nur Junk. Ja, aber wegschmeißen tut man das doch auch nicht. Erstmal trotzdem das Inventar einmal leer machen hier. Das ist die Oil Bottle. Machen wir mal kurz den Feuer an hier. Cryer's Fuel. Ich hoffe, das brennt jetzt hier erstmal eine ganze Weile, sodass wir jetzt erstmal na, vielleicht 6 Stunden schlafen können. Dann schlafen wir kurz eben 6 Stündchen. Wir hoffen, dass das jetzt funktioniert und nicht, dass wir direkt wieder failen. Oh. Oh. Das ist ja gut gelaufen hier. Vielleicht hätten wir mal ein bisschen auf unsere Werte achten sollen.
Scheiße, das war knapp. Können wir die Sachen ja auch verbrennen? Ich hoffe. Ja, ja, ich organisiere doch schon was zu essen. Mecker doch nicht immer rum mit mir. Ich bin doch dabei. So, einmal auf. Und nom nom. Okay, so langsam, aber sicher gehen unsere Nahrungsmittelreserven aber auch zur Neige. So. Können wir es irgendwie so eine Kartoffel fressen hier oder sowas? Okay, perfekt. Dann können wir jetzt hier vielleicht nochmal kurz eben 2 Stunden schlafen und jetzt vielleicht wirklich. Und ich hoffe, es geht nicht schief wieder. Ach, jetzt frieren wir uns hier schon wieder den Hintern ab, das gibt's doch nicht. Wieso habe ich nochmal genau auf normal gestellt, nicht auf easy? Das weiß, glaube ich, kein Schwein. Wir kommen 1 Stunde. Recht hast du eigentlich. Tatsächlich. Ich schalte das mal ganz kurz eben nach rechts rüber. Wie ungewohnt, mich dann auf der rechten Seite zu sehen. So. Stellen wir uns mal kurz eben zum Aufwärmen hier direkt vor das Triebwerk. Es geht nach oben. Sogar ziemlich zügig gerade. Ist vielleicht ein bisschen sehr warm hier, aber... Scheiße, der Hund drauf, würde ich sagen. Hauptsache, es klappt gerade. So. Tja, wie kommen wir da jetzt rein? Wir haben hier... Oh, da haben wir noch Essen. Das ist gut. Die machen wir auch direkt auf und hauen uns direkt mal rein in den Schlund, weil... Die passen schon wieder. Die Stöcke lassen wir gerade mal hier liegen. Die jucken uns jetzt gerade mal nicht. Wir haben immer noch das große Problem, dass wir in dieses Haare, dass wir in dieses in die Höhle da rein müssen, aber ich habe keine Ahnung, wie wir da reinkommen. Kann ich vielleicht ein bisschen schwimmen gehen? Ich habe irgendwie die böse Befürchtung, dass da ganz fiese Sachen drin sind in dem Wasser. Und ich habe irgendwie so eine natürliche Abneigung gegenüber ganz fiesen Sachen. Habe ich jetzt eigentlich noch Wasser in der Tasche? Ja, habe ich, sehr schön. Und meinen kleinen Pillemann habe ich auch dabei. Meinen kleinen Taschen-R2-D2. Immer wenn ich einsam bin, kann ich den hinstellen. Dann flitzt da fröhlich piepend durch die Gegend. Patrick, Mike, ihr könnt ruhig schon mal zu Ela in den Talk reingehen, falls euch gerade ein bisschen danach ist. Ich komme nach der Folge. Also ich erscheine dann. Also ich weiß Bescheid. Klaviermusik. Nicht Klaviermusik. Bei Klaviermusik werde ich immer so schnell müde. Zeit für Energy!
Top, 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 top. Kommt eine Frage zum Antworten her, Enderfein. Mein allergrößtes, größtes, größtes, größtes Problem ist es gerade, dass ich hier den Eingang zu dieser Höhle nicht finde. Und noch viel größeres ist, dass die Musik gerade ein bisschen laut ist. So, lassen wir das gerade mal so. Eigentlich kann es doch nur hier via Jump'n'Run funktionieren, oder? Ich sag das jetzt mal einfach so ganz blöd. Weil ich komme jetzt hier einfach nicht dazu hier. Diese Luke hat doch bestimmt auch irgendwas zu sagen, aber. Ich komme jetzt einfach partout nicht drauf, was sie mir sagen möchte, diese Luke. Und hier kommen wir einfach nicht vorwärts gerade. Auch nicht weiter. Bin ich hier vielleicht erstmal ganz falsch oder was? Kann ja auch sein. Ich laufe jetzt mal einfach da hinten nochmal am Meer lang, da wo wir schon mal waren. Und hoffe einfach mal, dass da jetzt nicht gleich irgendwie so ein Fisch aus dem Wasser kommt. So ein großes Fisch. Miniaturfernseher, Cargo-Manifest. Was haben wir denn? Ja, super. Das Einzige, was davon noch über ist, ist halt der eine Beacon gewesen. Das bringt uns jetzt gerade nur bedingt weiter. Ist bestimmt irgendwo noch eine Höhle. Die ist neu. Teleportation Device. Aha. Throw disk to mark a location. Teleport to return here. There. Und das sind Energy Food. Okay. Okay, damit kommen wir auf jeden Fall in die Höhle rein. Gut, dass wir da nochmal gucken waren. Haha, wir haben ein Teleportationsdevice. Ich mag Weizen. Magst du auch Weizen? Apropos Weizen, was sagt denn ist eigentlich mein Wasser? Mein Wasser sagt, wir sollten gleich mal wieder ein Schlückchen trinken. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir in der Höhle da auch noch irgendwie eine Wasserquelle finden. Ja, Enderfein, grandios. Auf die Idee bin selbst ich jetzt gekommen. Das ist... Ja. Ja, wie viel gibt denn das Wasser eigentlich an Water wieder? 2 Liter.
Können wir uns reinknallen? Scheint gerade echt wieder extrem warm zu sein. Ich habe ein Glühstäbchen gefunden. Emits Light, rare. Keine Tower Parts und 8 Secrets left to be found nearby. Okay. Das war also scheinbar das erste Gebiet, was wir hier entdeckt haben. Das Startgebiet. Wir haben jetzt leider kein Wasser mehr bei, ne? Glaube ich zumindest. Hm. Was machen wir denn da? Ja, hier drin ist es zumindest schon mal schön warm. Ich glaube, in das Loch soll... Ah, Wasser. Sehr gut. Wasser, 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 Wasser. Trinken! Trinken Sie, guter Sir. Wie Sie noch nie getrunken haben. Da unten ist doch ein Artefakt, oder? Warte mal, die Teleportation Device, das funktioniert doch auch genau andersrum, oder? Indem wir... ...und das Ding hier oben hinlegen. Und zwar bestenfalls nicht dahin. Das Ding bleibt jetzt da liegen. Das heißt, wir könnten theoretisch... Es wackelt. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Das war nicht besonders clever. Ich weiß es doch selber. Mein Plan hat funktioniert. Wahrscheinlich wären wir auch hier irgendwo runtergekommen. Das war ohne Witz. Was ist das hier für eine unwirkliche Welt?
Das ist echt irgendwie ganz merkwürdig hier alles. Ich komme mir fast so ein bisschen vor wie in so einem Albtraum. Hier wirklich weiter? Ich glaube nicht. Ich meine, ich kann den Teleportationsmoped ja schon mal wieder entlegen. Alter! Ich werde mich hier sowas von verlaufen. Diese Meldung jetzt gerade war natürlich auch extrem gut und praktisch für mich. Secret Caves are meant for experienced explorers. Das ist ja ein blutiger Fußabdruck. Was ist das für ein System? Ah, ein Perk. Alter! Jetzt habe ich ein halbes Herz, Kasper, gekriegt. Heilandsblechle. Ich mag den nicht. Ich will nach Hause. Wir verhungern, praktischerweise. 2000 Kalorien. Boah. Das... Ich hab's gewusst, irgendwann kommt so ein häsliger halber Jumpscare. Okay, wir machen auf jeden Fall jetzt gerade mal ganz kurz eben die Sounds ein bisschen leiser, oder sonst habt ihr nicht mehr lange was von mir. Was freust du dich so? Was denn? Diese kleinen Kackdinger da sind das. Hier liegen ja überall welche rum. Uff, uff. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Freshwater Source. Trinken wir gerade mal nochmal was von. Da liegen die Viecher schon wieder, ey.
Hab ich schon erwähnt, dass ich die nicht mag? Hier gab es jetzt nichts. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Ruhe da, sonst gibt es einen mit der Fackel. Ich glaube, wir sind jetzt gerade wieder auf dem Rückweg. Und ich würde am liebsten jetzt gerade hier mal einen kleinen Cut machen. Und dann mal ins Tiefsweg rüberkommen. Genau, da machen wir jetzt. Warte mal, hier bin ich glaube ich angekommen, ne? Ja, genau. Von hier bin ich gekommen. Hier legen wir auch wieder einen hin und ich schlafe hier mal ganz kurz eben eine Stunde, um hier einfach zu speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, danke fürs Zuschauen und ciao.